Ich bin Nils von den jungen Festivalbloggern. Gerade ist es 1:15, also der Ticketverkauf geht gleich los. Schauen wir mal, wie lang die Schlange schon ist. Zuerst hier und zwar um seit 7:15. Ich durfte nachkommen, ich war noch einkaufen. Aber mein Mann hat sich hier tolle Plätze gesichert. Und was die Filme besonders machen, ist die Stimmung, starke Kulisse. Und es ist manchmal gar nicht viele Worte braucht, auch etwas überzubringen. Also, wir haben auch schon Filme geguckt, die eher mit weniger Dialogen zurechtkamen. Das war immer klasse. Ich bin der Zweite hier in der sich bildenden Schlange. Und bin um 7:25 dann hier eingetroffen. Es war noch ein bisschen dunkel. Ich wusste aber, dass Lars hier schon sitzen würde. Was mich gefreut hat, ihn nach einem Jahr wiederzusehen. Und ich sitze oder stehe, jetzt sitze ich ja hier gerne, seit Jahren schon in der Vorverkaufsschlange, weil das eine gewisse Tradition hat. Weil es toll ist, immer wieder auch Leute wie Lars und andere zu treffen, die ebenfalls hier dann anstehen, egal wie warm oder wie kalt es ist. Und mich interessiert vor allem dieser January. Das ist ja der letzte Film von der Revolution in Lettland gegen die Sowjets. Und ich war öfter in Riga, weil ich da in einer, nicht in Riga direkt, in Lettland in einer Partnergemeinde war. Ein Pastor hier aus Lübeck, der hat Partnergemeinden, deutsche Partnergemeinden oder für deutsche Partnergemeinden in Lettland Gemeinden. Und ich war da mit einer Bekannten in Strenci an der estnischen Grenze. Und somit war ich aber auch in Riga. Und da wurde mir auch immer berichtet über die singende Revolution und blutige Revolution. Und das ist ein Film, den ich mir deshalb ausgesucht habe. Was für Filme wir schauen, ist immer sehr unterschiedlich. Da sind teilweise Krimis bei, da sind aber auch teilweise Jugendfilme bei oder Dokumentationen. Und was die Nordischen Filmtage ausmacht, ist einmal die Atmosphäre. Man trifft sich hier eigentlich schon jahrelang immer zum Anstehen und kann sich nicht unterhalten. Und auch im Filmtag selber ist halt die nordische Welt ist das, was mein Mann und mich halt so interessiert. Der Film, der mir jetzt spontan einfällt, auf den ich mich sehr freue, ist The Grum. Der ist von dem Mika Kaurismäki und ich mag seine Filme einfach. Die sind so herrlich lebendig erzählt und tolle Themen. Und ich glaube auch, dass dieser Film, der ja zum Teil auch in Hamburg spielt, Spaß machen soll. Einen schönen Gruß an die jungen Leute. Ja, alle Fälle.